Bei uns ist Anke Rehlinger, die Verkehrsministerin des Saarlandes und amtierende Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Und wir wollen reden über die E-Roller, die ganz ähnlich wie auch Leihfahrräder oder Leihmotorroller ja in den Städten stehen sollen. Und man fährt ein Stück und stellt sie wieder ab. Man besitzt diese Geräte nicht. Gibt es einen Bedarf für diese Roller, Frau Rehlinger, zwischen den Fahrrädern, die es schon überall gibt, und den Motorrollern, die man sich leihen kann? Die Umfragen zeigen, dass es ein großes Interesse in Deutschland gibt. Viele wollen sie sich selbst auch zulegen, aber daneben gibt es sicherlich auch das Leihangebot. Und ich glaube, dass wir heute den Weg freimachen für eine neue Form der Mobilität. Wir stoßen damit die Tür wieder ein Stückchen weiter auf, wenn es um die Zukunft der Mobilität in Deutschland geht. Der kleine Nachteil ist, es ist bereits eng in den Städten und es wird noch enger. Was muss man da befürchten? Nun, es kommt zunächst einmal eine neue Mobilitätsform hinzu in einem begrenzten Verkehrsraum. Das führt zu dem, was wir immer haben, nämlich, dass es um Verteilungsfragen im Verkehrsraum auch geht. Idealtypischerweise würde es natürlich dazu führen, dass der ein oder andere, der vielleicht noch mit dem Pkw im Moment in der Innenstadt unterwegs ist, vielleicht auf den ÖPNV zurückgreift und das Problem, das ihn bislang davon abgehalten hat, auch gelöst bekommt, nämlich die erste und die letzte Meile durch zum Beispiel einen problemlos auch zu verwendenden E-Scooter für sich dann auch als wirklich attraktives Angebot auch sieht. Dann hätten wir natürlich einen Idealfall. Wir werden aber sicherlich in den nächsten Jahren auch erleben, dass die Verkehrsräume sich neu aufteilen werden, weil die Angebote für einen attraktiven ÖPNV werden zunehmen. Wir haben neue Mobilitätsformen und das alles soll natürlich letztendlich dazu führen, dass wir nicht insgesamt mehr Verkehr in den Städten haben, sondern dass er sich nur anders aufteilt und ein Stück weit weniger auch Fahrzeuge in den Innenstädten unterwegs sind. Ganz ehrlich, dieses Argument, die Verkehrsräume teilen sich neu auf, das höre ich schon seit vielen Jahren. Wie weit ist es denn, sagen wir mal, in Saarbrücken oder in Berlin? Es ist zutreffend, dass wir das seit vielen Jahren sagen. Ich würde sogar sagen, wir sagen es seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Denn ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Also ich persönlich nicht seit Jahrhunderten, okay. Aber es ist ein Prozess, der auch nie abgeschlossen sein wird. Immer wieder neue Formen kommen hinzu. Als Anfang des 20. Jahrhunderts das Auto seinen Platz fand, war es auch die Frage, wollen wir das und wie bekommen wir das ausgestaltet? Und alle hatten Angst, dass Unfälle sich ereignen. Natürlich. Und es wird auch so sein, dass die Anzahl der Unfälle mit E-Scootern steigen wird, weil sie waren vorher gar nicht dort. Aber ich glaube, das ist nicht das Argument, sondern wir müssen dann auf anderen Wegen versuchen, für mehr Verkehrssicherheit auch zu sorgen. Ich glaube im Übrigen, dass das wohl abgewogen jetzt auch ist durch die Entscheidung, die E-Scooter gerade eben nicht auf den Gehwegen fahren zu lassen, sondern auf die Radwege auch an der Stelle zu verweisen, denn wir wollen ja nicht, dass die Schwächsten im Verkehrsraum, nämlich die Fußgänger, letztendlich unter die Räder kommen, sondern dass wir einen guten Beitrag auch zur Verkehrssicherheit leisten. Gut, Sie schicken also als Verantwortliche die E-Scooter auf die Fahrradwege und dort, wo es keine Fahrradwege gibt, entsprechend dann auf die Straße. Das heißt, wir haben 12-Jährige, ja, sagen wir mal zwischen Kindern und Jugendliche, die sich den engen Platz teilen müssen. Durch die Enge nimmt natürlich auch die Aggressivität zu im Verkehr. Sie streiten sich dann also mit Autos, vielleicht sogar auch mit Transportern. Ist das verantwortbar? Ich muss Sie in einem Punkt korrigieren. Die Entscheidung steht ja noch aus, aber ich gehe mal davon aus, dass das 14-Jährige dann sein werden, die entsprechend dem Regelwerk dann im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sind. Und wir haben ja durchaus auch schon Erfahrungen gesammelt. Auch alle Experten sagen, dass die motorischen Fähigkeiten eines 14-Jährigen sehr wohl dazu angetan sein können, ihn im Verkehrsraum auch fahren zu lassen. Und bei den E-Scootern, die ich näher bei den Pedelecs und E-Bikes sehe als bei den Mofas, ist dann dieses Argument auch mit anzuwenden. Natürlich ist es immer eine Abwägungsfrage, aber ich glaube, es gibt gute Gründe, sich dafür zu entscheiden, das ab 14 Jahren dann freizumachen. Müssten nicht die verantwortlichen Politiker sich irgendwann mal aufraffen und den Autofahrern im Lande die Wahrheit sagen, zumindest den Autofahrern in den Städten, ihnen sagen, ihr müsst deutlich von eurem Platz abgeben, Parken der Autos und auch der fahrende Verkehr? Wir haben diese Botschaft schon punktuell. Ich bin aber auch sehr dafür, dass wir sie verstärken. Wir brauchen ganz neue innerstädtische Mobilitätskonzepte, die natürlich an erster Stelle auch
dem Verkehrssicherheitsbedürfnis der Beteiligten Rechnung tragen werden. Und das werden eine ganze Reihe von Debatten werden, die da noch anstehen. Ich begrüße insofern auch jetzt den Vorstoß des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer, dem Thema Radfahren eine größere Aufmerksamkeit zu widmen und dort vor allem die Sicherheitsaspekte in den Vordergrund zu stellen. Denn wir können natürlich nur guten Gewissens dafür werben und werden auch nur Erfolg haben, wenn die Menschen so ein gutes Gefühl haben, wenn sie sich fortbewegen. Darum geht es, glaube ich, ein bisschen. Man sollte auch Spaß haben können bei der Fortbewegung. Die ist nicht so groß. Der Spaß ist nicht so groß, wenn man sich nicht sicher fühlt. Deshalb müssen wir rangehen, wenn eben auf den Radwegen geparkt wird. Das ist aber nicht nur eine Frage des neuen und verschärften Regelwerks, sondern es ist auch eine Frage des Verfolgungsdrucks, will ich an der Stelle mal sagen. Das heißt also, wir müssen natürlich dann auch mit Polizei, mit den Ordnungsämtern, mit den Kommunen dafür sorgen, dass allein schon geltendes Recht zum Schutze der Verkehrsteilnehmer zukünftig auch noch stärker durchgesetzt wird, denn sie sollten sich alle ja auch sicher im Verkehrsraum fühlen.